Hier ist unser Sumo-Kämpfer Armin Rode. In einer feierlichen Prozession geht es in den Ring. Was man sieht alles so machen muss. Bisschen aus wie das Geheimnis der Geisha, aber gut. So. Er würde nicht so schnell gehen, wenn er seinen Gegner schon kennen würde. Aber, und du weißt schon, dass der Morgenrock, der hat sich da gleich erledigt, ne? Okay, gut. So, jetzt lernst du und das geneigte Publikum deinen Gegner kennen. Der hat das auch schon 2 bis 3 Mal gemacht. Sein Name ist schlicht und einfach Alex. Alex Ferung. So. Ich wünsche dir, dass Alex eine dicke Jacke anhat. Er ist der ZDF-Notar, aber Sie wissen, was Sie... Die Zoomer, es geht darum, glaube ich, dass sich die Herrschaften aus dem Ring drücken. Richtig. Gut. Okay. Dann legen wir, nein, nicht wir, sondern ihr beide jetzt bitte die Jacken ab. Also, Michelle, im direkten Vergleich liegst du auf dem 3. Platz. Aber ich muss schon sagen, er ist, jetzt, wo ich ihn gesehen habe, er ist viel besser als Tom Cruise. Also, so, kannst du dich mal umdrehen? Okay. Die Herren arbeiten sich ein. Jetzt übernehmen Sie bitte, ja? Gut. Dein Hintern wird mir langsam richtig vertraut. Oh. Das. Alex scheint sich zu freuen. Es wird gesalzen und jetzt wird es gepfeffert. Jeder legt noch schnell ein Ei und dann. Ihr dürft überall ziehen, aber nicht an den Haaren. Kamaite! Teos mitte matanash! Hakio! Nakata, nakata, nakata! War das?
Hast du geholfen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Hat er echt gemacht. Hat er gut gemacht. Ja. Ah. Alter Judoka. Alter Judoka. War noch keine unlaute. Danke fürs Liebste. Ja, aber lieb zu ihm. Dankeschön. Wir behalten dich in guter Erinnerung. Dankeschön. Danke sehr. Alex. Tschüss. Hey. Das sind Kerle. Ja. Es geht, da sieht man aber die entscheidende Phase. Aber war das Sumo, ja? Oder hat er da. Gilt das auch als Sumo? Das war Sumo, ja. Nicht, dass du irgendwie. Guck mal, er kann es nicht begreifen. Mutti! Ah. Er hat überhaupt nicht gebucht. Ja. Hübsch. Okay, dann bleiben wir im Thema. Ihr dürft. Gibt es Deos in deiner Größe, ja? Du darfst. Deo gibt's in deiner Größe. Ja, also du kannst. Okay. Alles klar, so muss er ran hier. Ja. Okay. Okay, alles klar. Dankeschön. So, wir bleiben. Respekt. Wir haben uns gar nicht richtig kennengelernt. Das war aber, wir waren sehr abgelenkt. Dankeschön. So, bringt ihr nach Hause und rückwickeln. So. Wir bleiben im asiatischen Bereich. Ja, wir haben ihm das Oberteil versteckt. Also, wenn Musiker sich auf ihre Auftritte mit Krafttraining vorbereiten, dann wird man natürlich immer misstrauisch, wie es mit der Musik aussieht. In diesem Fall ist das aber unnötig. Schließlich ist ihr größtes Instrument fast eine Tonne schwer. Und während einer Show verlieren diese Herren bis zu 5 Kilo Gewicht, sind auch Damen dabei. Sie kombinieren Musik und Sport. Eigentlich allerdings ist die Wurzel ihrer Kunst die Religion. Mit Trommeln wollten damals die alten Japaner die Götter gnädig stimmen. Ich hoffe, die Quotengötter hören zu. Hier sind Yamato, the Drummers of Japan. Yamato!
Yamato! Ja.